20 Jahre kackdreister Parteieneinfluss im ZDF. Glückwünsche zum Geburtstag. Im Frühjahr gratuliert die Heute-Show ihrem Sender, dem ZDF, und legt den Finger in die Wunde. 20 Jahre kackdreister Parteieneinfluss im ZDF, unsere Show. Ja, Birte, wir feiern das heute 50 Jahre Parteien im ZDF, denn ganz ehrlich, was wäre unser ZDF ohne Parteien? Ein Scheiß, Oliver. Ja. Der wird jetzt hochoffiziell vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt. Gestern Morgen demonstrieren dort die Grünen für mehr Staatsferne im ZDF. Wir wollen noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir keinen Staatsfunk wollen. Wir wollen keinen Schwarzfunk, wir wollen keinen Rotfunk, wir wollen auch keinen Grünfunk, sondern wir wollen unabhängigen Funk. Und jetzt sind sie alle da, der ZDF-Intendant, Politiker, Anwälte und er, Kurt Beck. Noch als Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz hat er die Klage angestoßen, von Hamburg unterstützt. Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt in eine zu starke Dominanz der staatlich beeinflussten Mitglieder von Verwaltungsrat und Fernsehrat hineingelaufen sind. Und ich glaube darüber hinaus, dass wir die Spielregeln verändern sollten. Regeln für ein Spiel, bei dem Beck vor 4 Jahren verloren hat. Es ging um ihn, Nikolaus Brender. Er war 10 Jahre lang ZDF-Chefredakteur. Unabhängig, unparteilich, unbequem. 2009 will ihn die SPD halten, die CDU aber loswerden, angeblich wegen schlechter Quoten. Allen voran Roland Koch, damals Ministerpräsident in Hessen und Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat. Der verlängert den Vertrag nicht, Brender muss gehen. Beck hat sich also quasi selbst angezeigt. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats, immer noch. Klage ja, aus Protest zurücktreten, lieber nicht. Ja, was hätte damit sich geändert? Damit wäre jemand anders aus der Politik nachgerückt und Rheinland-Pfalz wäre draußen gewesen, was übrigens nicht mal geht. Es steht im Staatsvertrag, dass ein Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz im Verwaltungsrat geborenes Mitglied ist. Neben Beck sitzen noch 4 ehemalige oder amtierende Ministerpräsidenten im Verwaltungsrat. Platzeck, Scholz, Seehofer und Tillich. Außerdem Medienstaatsminister Bernd Neumann als Vertreter der Bundesregierung und 8 Mitglieder, die teilweise auch parteinah stehen. Zusammen entscheiden sie über hohe Posten im ZDF, wer Programmdirektor wird oder eben Chefredakteur. Wenn man sich anschaut, wie der Verwaltungsrat zusammengesetzt ist, in dem es möglich ist, dass Ministerpräsidenten und über die Wahl aus dem Fernsehrat noch weitere politische Beamte im Grunde eine große Mehrheit in diesem Gremium erringen könnten, dann kann man nicht wirklich von Staatsfreiheit des Rundfunks sprechen. Sie sollen nun entscheiden, wie viel der Staat im ZDF mitmischen darf. Viele Politiker sehen das Problem allerdings nicht, halten wie Beck an ihren Aufpasserposten fest. Franz Josef Jung etwa. Er ist schon lange dabei, im Bundestag und im Fernsehrat, dem zweiten ZDF-Gremium. Schon als Verteidigungsminister verteidigte er im ZDF die Positionen der Politik. Es ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wer sollte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht kontrollieren, wenn nicht diejenigen, die auch dafür beispielsweise die Verantwortung haben, indem sie die Gebühren entscheiden und die vom Volk gewählt sind. Woanders ist das immer so getrennt. Ne? Hier die Politiker, da die Journalisten. Hier beim ZDF sehen wir uns als ein Team, ja. Eine Familie. Ne, absolut. Ich meine, die Politiker, die müssen eben nicht erst umständlich anrufen, um sich zu beschweren. Die sitzen ganz oft bei uns im Haus. Die Verfassungsrichter stellten gestern viele kritische Fragen zu den Gremien. Etwa, wer die Mitglieder im Fernsehrat entsendet. Von 77 Mitgliedern schicken dort laut ZDF-Staatsvertrag 16 die Länder, 3 die Bundesregierung. Weitere 12 vertreten die Parteien. 41 Mitglieder stellen gesellschaftliche Gruppen. Doch auch hier liegt die Endauswahl bei den Ministerpräsidenten. Lediglich 5 Vertreter werden nicht von der Politik benannt, die der Kirchen und des Zentralrats der Juden. Ich glaube aber, dass es vom Grundsatz her einfach ein falscher Eindruck entsteht, dass sozusagen Politik das Diktat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrnimmt, das ist einfach nicht der Fall. Meine, ich sage Ihnen, über 10-jährige Erfahrungen sind einfach völlig anders. Und damit auch gar nichts schief geht, gibt es beim ZDF noch die sogenannten Freundeskreise. In denen ordnen sich fast alle Fernsehräte brav nach politischen Farben ein. Hinter den Kulissen werden offizielle Gremiensitzungen schon mal vorbereitet. Ich glaube nicht, dass die Freundeskreise, das heißt der informelle,
das informelle Treffen, das sich mal zusammensetzen, dass das also wesentlich das Verfahren verändert. Die Freundeskreise zusammen mit den parteipolitischen Vertretern verstärken ja den staatlichen Einfluss. Sie führen nämlich dazu, dass man staatliche Vertreter und politische Vertreter koordinieren kann. Meine Damen und Herren, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll von Verfassungswegen... Auch wenn es hier nur ums ZDF geht, es wird ein Grundsatzurteil über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine Unabhängigkeit. Nächstes Jahr soll es kommen, damit es künftig nicht mehr heißt. 50 Jahre Kampf dreister Parteieneinfluss im ZDF.